Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr mit mir eure Bibeln aufschlagt im 2. Korintherbrief. Unser Predigttext steht in Kapitel 3, Vers 18. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und das Thema der Predigt lautet: Durch Herrlichkeit zur Heiligung. Und die Formulierung des Themas werdet ihr gleich verstehen. Durch Herrlichkeit zur Heiligung. Wir wollen lesen 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt: Wir alle aber, während wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Herr Jesus, danke, dass wir heute sehen dürfen, dass wir durch das Anschauen deiner Herrlichkeit und nicht durch eigene Anstrengung verwandelt werden in dein Bild. Lass es uns heute sehen und schmecken, wie wunderbar es ist, in Heiligung leben zu dürfen. Dass du unseren Glauben jetzt neu belebst und den Blick auf dich, der bei vielen von uns vernebelt ist, dass das alles weicht und du gesehen wirst, damit du gepriesen und angebetet wirst. Amen. Ja, wenn ich euch fragen würde, worum geht es in diesem einen Vers, kann man das relativ leicht erkennen, denn dieser eine Vers, der hat ein Hauptverb. Und die Verben, die zeigen uns die Handlung, das, was hier passiert. Und das kann man erkennen im Text, wo es heißt, da ist das Hauptverb: Wir werden verwandelt. Verwandlung, Veränderung oder biblisch ausgedrückt Heiligung ist heute das Thema. Wir wurden in Vergangenheit als Gläubige verwandelt. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Wir werden in Zukunft noch verwandelt werden. Die Bibel nennt das Verherrlichung. Und wir werden jetzt in der Zwischenzeit verwandelt. Die Bibel nennt das Heiligung. Wiedergeburt ist die Befreiung von der Herrschaft der Sünde. Verherrlichung ist die Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Heiligung ist die zunehmende Befreiung von der Praxis der Sünde. Deshalb heißt es hier auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist ein Prozess, in dem wir als Gläubige stehen. Doch die Tatsache, die Realität ist ja tatsächlich, und ich glaube, es geht allen von uns immer wieder so, dass wenn wir das Wort Heiligung hören, dann kommen da keine positiven, sondern negative Gefühle in uns hoch. Negative Gedanken. Dass Heiligung eher etwas Bedrückendes oder sogar Erdrückendes ist in unserer Nachfolge. Christus ist wunderbar, aber Christsein ist hart. Jeden Tag, Heiligung ist nichts anderes als jeden Tag zu versuchen, einen Maßstab zu erreichen, den man dann aber wiederum nicht erreicht. Und wenn das der Blick ist, ja, dann bist du deprimiert in deiner Nachfolge. Und dieser Text, der ist heute hier ausgesprochen und wird jetzt gepredigt, damit wir am Ende dieser Predigt ein völlig neues Bild, ein erneuertes Bewusstsein davon haben, was für ein Privileg, was für eine Schönheit, was für eine Herrlichkeit es hat, in Heiligung zu leben. Aber wir müssen auch erkennen, dass die einzige echte Heiligung, die wirklich so genannt werden darf, die ist, die durch das Erblicken oder, wie es hier heißt, das Anschauen der Herrlichkeit Gottes zustande kommt. Lasst uns das gemeinsam betrachten. Drei Punkte. Erstens, das Objekt der Veränderung. Was genau wird verändert? Zweitens, das Mittel der Veränderung. Also wie genau passiert das?
Und drittens die Wirkung der Veränderung. Was geschieht? Was passiert? Erstens das Objekt der Veränderung. Wer oder was wird denn eigentlich verändert? Das sehen wir hier im Text. Es beginnt mit den Worten: Wir alle aber. Punkt, Punkt, Punkt. Wer ist mit wir gemeint? Mit wir sind die gläubigen Christen in Korinth gemeint. Seht ihr im ersten Vers dieses Briefes. Nur Gläubige erleben wirklich eine wesensmäßige Veränderung ihrer Person und ihres Herzens. Wenn du das nicht hast, was hier im Text steht, am Ende, das passiert durch den Herrn, den Geist. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, dann wirst du das nicht erleben. Und umgekehrt aber heißt es, wir alle aber. Was so viel bedeutet wie, es gibt nicht einen Menschen hier im Raum, den Christus gerettet hat, den er nicht auch heiligt. Gnade ist immer eine vollständige Gnade. Jeder, der wirklich Christ ist, wird auch wirklich das erleben, was wir hier im Text sehen. Heiligung ist sowohl ein Privileg als auch eine Realität im Leben von jedem Einzelnen, der Christ ist. Es ist ein Privileg, weil wir hier sehen, und das ist wirklich so die Klammer, die sich um den Text schließt. Zunächst heißt es in Vers 17, wo aber der Geist des Herrn ist, das Freiheit. Und es endet mit den Worten, das alles passiert durch den Geist des Herrn. Der Heilige Geist ist A und O der Heiligung. Es ist das Wirken Gottes in der Seele des Menschen. Das ist ein Privileg. Heiligung ist nicht etwas Erdrückendes. Es ist, dass der lebendige Gott selbst bei dir am Werk ist. Aber es ist auch eine Realität. Hebräer 12, Vers 14. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wenn du das nicht erlebst, dann weißt du, dass du nicht wirklich gläubig bist. Aber die Botschaft ist jetzt nicht, weil du ohne Heiligung den Herrn nicht sehen wirst, deswegen streng dich an, damit du endlich heilig wirst. So als wäre das etwas, was du letztendlich in deinem Leben vollbringst. Du kannst vielleicht etwas tun, das stimmt. Du kannst an deinem Verhalten ansetzen, du kannst an deinen Worten ansetzen, du kannst an deinen Taten ansetzen, du kannst vielleicht sogar ein Stück weit an deinem Mindset, an deinen Gedanken ansetzen. Aber was genau wird hier verändert, wenn echte Veränderung stattfindet? Das sehen wir auch in den ersten drei Worten. Es heißt hier, wir werden verwandelt. Nicht einfach die Art, wie du redest. Nicht die Art, wie du deine Zeit gestaltest. Nicht die Art, wie du deine Worte wählst. Das alles sind nur Früchte. Was sich verändert, wenn wir gläubige Christen sind, ist, dass der Heilige Geist so tief geht, dass er bis an die Wurzeln greift und unser Wesen, wer du bist, umgestaltet. Ihr alle habt das mit Sicherheit schon erlebt. Du merkst, ah, ich verliere so schnell die Beherrschung bei den Kindern oder von meinem Ehepartner. Ich muss geduldiger werden. Und dann machst du den Vorsatz und fokussierst dich drauf, okay, ich muss geduldiger werden. Und das gelingt auch ein Stück weit. Nämlich beim nächsten Konflikt, da lässt du deinen Mund ein bisschen länger geschlossen, aber die gleichen Gedanken strömen in dir hoch und irgendwann platzt es aus dir heraus und dann kommt doch ans Licht, dass du immer noch der Alte bist. Nur ein klein bisschen manipuliert, ein klein bisschen an der Oberfläche mit neuer Farbe überstrichen. Wir reden hier, und das ist die Hoffnung für jeden Einzelnen, du kannst tatsächlich wirkliche vollständige Veränderung erleben, wenn Christus in deinem Leben ist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Das war das Erste. Das Objekt sind tatsächlich wir. Wir selbst, unsere Person. Aber es sind auch wir alle, alle, die im Herrn sind. Und wenn du dich wiederfindest bei dem Gedanken, dass du zwar schon einiges in deinem Leben auf Vordermann gebracht hast. Beispielsweise, du hast angefangen zu beten. Du hast angefangen, die Bibel zu lesen, den Gottesdienst zu besuchen. Und immer wieder begegnen mir Leute, die mir sowas sagen wie, ich bin gerade dabei, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und da möchte ich am liebsten reingrätschen und sagen, du kannst gar keine Beziehung zu Gott aufbauen. Das Evangelium ist, Gott hat eine Beziehung zu dir aufgebaut in Jesus Christus. Und das empfängst du allein durch den Glauben. Und dann ist die Beziehung hergestellt.
Und dann geht es darum, dass Gott anfängt, dein Leben zu erneuern. Deswegen prüfe dich doch und hab keine Angst davor, dich zu prüfen. Denn wenn du eine Leere in dir erkennst, ein Bankrottsein und ein, ich glaube, ich habe noch nie wirkliche Veränderung erlebt, dann bist du die Art von Mensch, für die Christus gekommen ist. Für die Leeren, für die Armen, für die Bankrotten, für die Sünder. Und du darfst dich heute vielleicht erstmals allein ihm anvertrauen und auf ihn vertrauen. Das Objekt der Veränderung sind wir. Zweitens, das Mittel der Veränderung oder auch der Weg der Veränderung. Eigentlich jeder wiedergeborene Christ, würde ich behaupten, der weiß, dass er Veränderung nötig hat. Und die Botschaft dieses Textes ist aber nicht, dass du Heiligung brauchst, dass du Heiligung nötig hast, sondern hier geht es wirklich um die Praxis. Hier sehen wir in wenigen Worten, wie das wirklich sich vollzieht in unserem Leben. Deswegen das Mittel der Heiligung. Wie funktioniert Heiligung? Das heißt hier, während wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt. Also, wie sieht Heiligung aus? Heiligung passiert, wenn wir auf Gott schauen und auf seine Herrlichkeit anschauen, sie immer mehr erkennen, sie immer mehr erfahren, sie suchen, sie finden. Also das Zentrum und der Kern von Heiligung ist Jesus persönlich. Nichts neben ihm. Nicht die Angst vor der Hölle und nicht der Wunsch nach dem Himmel. Nicht der Vorsatz zu einem besseren Leben, sondern es geht um die Herrlichkeit des Herrn. Es geht um eine Beziehung zum lebendigen Gott. Ist das nicht befreiend, dass es nicht um eine To-Do-Liste geht, sondern um die begehrenswerteste herrliche Person des Universums und sie anzuschauen? Nicht sich zu ihr vorzuarbeiten, nicht diese Person zu beeindrucken, sondern auf ihn zu schauen. Darum geht es. Und auch hier können wir es wieder in drei Schritten ausdrücken, was einem Christen widerfährt. Bekehrung ist nichts anderes als das erste Erblicken der Herrlichkeit Gottes. 2. Korinther 4, Vers 6, paar Verse nach unserem Text. Der Gott, der da sprach, aus Finsternis leuchte Licht, er ist es, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Bekehrung ist der erste Blick darauf, dass da ein herrlicher und gnädiger und rettender Gott ist. Die Verherrlichung, also der Himmel, ist nichts anderes als das umfassende Sehen der Herrlichkeit Gottes. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Bekehrung ist das erste Erblicken der Herrlichkeit, der Himmel ist das umfassende Sehen der Herrlichkeit und Heiligung ist das zunehmende Sehen der Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich berührt es, dass es eigentlich so herrlich vom Herrn gedacht ist. Dass es wirklich darum geht, ihn im Zentrum zu haben und ihn in einer Weise zu sehen und ihm nahe zu kommen und mit ihm verbunden sein, dass wir überwältigt werden. Denn darum geht es bei Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein Wort, was einfach ausdrückt, das ist das, was dich umhaut. Das ist das, was dich einfach fesselt und zur Anbetung und zum Staunen führt. Es geht um die Herrlichkeit des Herrn. Allein das Schauen seiner Herrlichkeit und nichts anderes vermag Gottes Volk wahrhaft zu befriedigen. So sagt es John Owen. Etwas anderes macht deine Seele nicht satt. Ja, Heiligung ist natürlich das Ablegen von Sünde, das zunehmende, konstante Ablegen, sich trennen von der Sünde und das zunehmende Anziehen, Anlegen von Christus Ähnlichkeit, von Heiligkeit, Gottähnlichkeit. Aber was uns dabei steuert, ist die Frage, wo wir Herrlichkeit erkennen. Wenn du eine Sünde hast, für die du dich immer wieder neu entscheidest, dann ist das Problem nicht in der
Entscheidung in deinem Verhalten oder in der getanen Sünde. Das Problem ist, und das ist schmerzhaft, das so auszudrücken, aber ihr Lieben, wir müssen erstmal der Wahrheit ins Auge sehen, bevor eine Veränderung passieren kann. Der Grund, warum wir uns für die Sünde entscheiden, ist schlicht und ergreifend, weil wir in der Sünde mehr Herrlichkeit in diesem Moment sehen, wie in Christus. Oder mehr Herrlichkeit vermuten für uns als in Christus. Deswegen sagen wir in dem Moment wissend Nein zum Herrn und Ja zur Sünde. Und der einzige Weg, um die Sünde an der Wurzel anzupacken, ist, dass Christus für dich herrlicher wird als die Sünde. Erst dann passiert Umwandlung. Davor magst du dich vielleicht beherrschen, zusammenreißen. Und das ist natürlich besser, als sich frei der Sünde hinzugeben. Aber die Veränderung ist erst dann passiert, wenn Christus für dich so herrlich ist, dass die Sünde ihre Kraft verloren hat. Und sie für dich das ist, was sie wirklich ist. Hässlich, zerstörend, gottentehrend, Christus kreuzigend, todbringend. Wie sieht also Heiligung praktisch aus? Es ist das Betrachten von Jesus. Es ist das Betrachten Gottes. Unser Instinkt, wie wir es auch schon in der Begrüßung so wunderbar hören durften, ist, dass wenn wir Heiligung hören und die Notwendigkeit nach Heiligung sehen und Sünde in unserem Leben erkennen, dass wir uns darauf fokussieren. Aber hier sehen wir, Heiligung passiert nicht dann, wenn du dich auf deine Heiligung fokussierst. Heiligung passiert dann, wenn du ganz von dir selbst wegschaust auf Christus. Das ist so befreiend. Weißt du das, dass wenn du mit Sünde kämpfst, jetzt gerade in deinem Leben, dass du davon wegschauen darfst? Und wir werden noch gleich sehen, dieses Wegschauen von uns selbst, auch das Wegschauen von unserer Niederlage, von unserer Sünde, von unserem Kampf hin auf Christus, sorgt nicht dafür, dass Sünde uns egal sein wird, dass wir kalt gegenüber der Sünde werden. Täusch dich nicht, wir werden es sehen. Aber hier im Text siehst du es. Während wir diese Herrlichkeit betrachten, werden wir verwandelt. Dieses Wort, während wir die Herrlichkeit anschauen, ist im Griechischen ein Partizip, also ein Zustandsverb. Man könnte es so übersetzen: die Herrlichkeit Gottes ansehend werden wir verwandelt. Es beschreibt einen Dauerzustand. Es geht nicht darum, dass du einmal die Woche im Gottesdienst dich auf Christus fokussierst, sondern dass von morgens bis abends, in jedem Schritt, bei jeder Entscheidung, zu jeder Tageszeit dein Blick auf Christus gerichtet ist. Das dürfen wir, und das ist, wie wirkliche Veränderung geschieht. Wenn du denkst, dass deine Sünde erst dann besiegt wird, wenn du mit deiner ganzen Kraft gegen sie vorgehst und mit deinem besten Vorsatz, dann hast du ein falsches Verständnis davon, wie stark Sünde ist und wie klein deine Kraft ist. Wenn du dein Zimmer oder Wohnzimmer unaufgeräumt siehst, also sagen wir mal, da ist so Vergleich zur Sünde. Du siehst dein Zimmer unaufgeräumt, dann kannst du dir natürlich sagen, oh, das sieht aber gar nicht gut aus, das müssen wir mal verändern. Und dann räumst du das Zimmer auf. Da würde ich dir zusprechen, weißt du was, das kannst du. Dafür reicht deine Kraft. Aber wenn du plötzlich Atemnot bekommst und am Ersticken bist, da kann ich dir garantieren, da wirst du nicht in Ruhe versuchen, irgendwie dich selbst zu beatmen oder mal auf Google zu gehen, so, ich ersticke gerade, was soll ich tun? Weißt du, was du machst? Du weißt, dass du Hilfe brauchst und greifst zum Telefon. Das ist die einzig angemessene Haltung zu jedweder Sünde.
Sie kann nur durch Christus überwunden werden. Und wer nicht seine eigene Leere, sein eigenes Bankrottsein, seine eigene Schwachheit erkennt, der wird wie beim Zimmer handeln. Ja, ich bringe das auf Vordermann. Und es wird dir wieder und wieder nicht gelingen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so oft in unserer Heiligung frustriert sind. Wir brauchen diesen Blick, den man hat, wenn man gerade in großer Not ist und einfach nur noch weiß, ich brauche Hilfe. Weil das hilft uns dabei, uns ganz auf Christus zu werfen. Wie schauen wir nun praktisch auf Christus? Und wenn wir den Kontext dieses Verses betrachten, dann sehen wir, es geht im Kontext darum, dass die Juden, die nicht Christus angenommen haben, dass wenn sie das Gesetz lesen, also die Heilige Schrift, das Wort Gottes, dass es bei ihnen so ist, als würde wie eine Decke auf ihren Augen liegen und sie lesen, sie haben den Text vor sich, aber sie sehen Christus nicht. Also es geht um Gottes Wort. Aber es geht nicht nur um die gedruckte Bibel dabei, sondern um schlicht und ergreifend die Wahrheit über Gott. Darum geht es im Kern. Christus anzuschauen bedeutet, die Wahrheit über ihn zu hören. Es ist die Wahrheit über Christus gelesen, die Wahrheit über seine Herrlichkeit gesungen, gebetet, gehört, geredet, gepredigt, gedacht, überall, wo wir mit der Wahrheit über diesen herrlichen Gott zusammenkommen, in der Kraft des Heiligen Geistes, dort dürfen wir auf ihn schauen und Herrlichkeit sehen. Wenn wir Bibelstudium, Hauskreis, Gebet, Gottesdienst, Nachsinnen, Reden als eine harte, schwierige Aufgabe sehen, dann liegt das vermutlich daran, dass wir das als Aufgabe sehen. Und nicht als ein Mittel, was nur ein Zweck ist, um Christus zu sehen. Ich sage nicht, dass Bibelstudium immer easy ist. Aber lass mich dir folgendes Beispiel geben. Angenommen, du gehst auf deinen Speicher und dort ist eine alte Kiste. Und diese Kiste ist vom vorigen Hausbesitzer, der plötzlich verstorben ist. Und dort findest du ein Tagebuch des Hausbesitzers und du schaust aus Jux mal rein und stellst fest, dass er irgendwo reingeschrieben hat, dass er eine Schatulle mit wertvollen Diamanten bei sich im Garten vergraben hat. Diamanten, okay? Ihr wisst was, ne? Also sehr, 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 sehr wertvoll. Nun, wenn du in dem Moment wirklich glauben würdest, dass da in deinem Garten, irgendwo unter deinem Rasen, Diamanten sind, was würdest du tun? Ich weiß, was du tun würdest. Du würdest sagen, ah, graben ist nicht so mein Ding. So anstrengend. Nee, da setze ich mich lieber ein bisschen vor den Fernseher. Würde keiner machen. Und wisst ihr, das ist so ein Bild. Wenn du einfach nur die Aufgabe hättest, deinen Garten umzugraben, kann ich verstehen, dass du keine Motivation hast. Aber wenn du weißt, dass da Diamanten sind, ey, ich wette, du würdest dir sogar noch bis in die Nacht einen Scheinwerfer aufstellen und alles weitermachen, bis du diese Schatulle Diamanten gefunden hast. Weil das lebensverändernd ist. Und das ist nichts im Vergleich damit, etwas viel, viel Herrlicheres zu sehen, nämlich Christus. Deswegen lass deinen Blick frei machen auf diese herrlichen Gnadenmittel Gottes, auf das Gebet, auf das Lesen des Wortes, auf das Hören des Wortes, das Singen des Wortes, das Besuchen des Gottesdienstes, das Reden über Christus. Es geht darum, ihn zu sehen und das ist etwas Herrliches. Wann hat Christus uns zuletzt überwältigt? Wann hat Christus uns zuletzt gefesselt? Wann hat Christus uns zuletzt erstaunt? Und ich glaube, einige sind hier, die sich so sagen, ja, aber ich darf doch nicht einfach befreit und gewiss auf ihn schauen, während ich noch solche Baustellen habe. Doch genau so ist es. Denn wenn du gerettet bist, dann bist du mit ihm eins gemacht. Und er wohnt in dir. Und er hat dich bereits in seine Gerechtigkeit gekleidet und du bist frei, auf ihn zu schauen, weg von deiner Sünde. Aber, und da kommt natürlich der Einwand, das klingt doch irgendwie schräg. Auf Christus schauen
und mich nicht auf meine Sündenkämpfe, auf den Kampf des Glaubens fokussieren, das sorgt doch dafür, dass ich das alles vernachlässige. Dritter Punkt, die Wirkung der Veränderung. Der Text sagt, während wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen oder indem wir, das ist das Gleiche, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Heiligung ist kein Zwei-Schritte-Plan. Erstens, beschäftige dich ein bisschen mit Jesus. Und dann zweitens, wenn du gut ermahnt wurdest, da bei der Predigt und im Bibelstudium, dann mach dir deine Vorsätze und geh in den Kampf des Glaubens. Heiligung ist ein Akt, der allerdings zwei Seiten hat. Du siehst hier im Text, dass etwas aktiv getan wird und etwas anderes passiv passiert. Was wird aktiv von uns getan? Hier heißt es, wir schauen. Und dann passiert es passiv, wir werden verwandelt. Vielleicht muss man das so klar sagen. Weißt du, dass passiv bedeutet, dass du da nichts tust? Und da will ich nicht darauf hinaus, dass als wäre Heiligung etwas Passives, etwas sich auf die Couch legen und einfach mal gucken, was passiert. Nein, es ist zutiefst aktiv, denn dieses Schauen auf Christus, das ist etwas, was wir ganz aktiv, ja förmlich konstant praktizieren. Aber während wir eben das eine tun, passiert etwas mit uns. Und hier muss ich einen kurzen Einschub machen wegen der Übersetzung, weil in der Schlachter heißt es, während wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. So, jetzt habe ich mich lang mit dieser Übersetzung befasst und glaube, dass das nicht richtig übersetzt ist. Denn diese Worte, wie in einem Spiegel, die sind im griechischen Text gar nicht vorhanden. Die Sache ist, dass es ein griechisches Wort hier gibt, das heißt katoptrizo, ja, und ich habe schon oft genug gesagt, ich bin überhaupt kein griechischer Experte, man sagt ja auch, ein bisschen Griechisch ist eine gefährliche Sache, ne? Also man muss es richtig beherrschen, um gut damit umgehen zu können, aber ein bisschen was kann ich studieren und das ist so eine Sache. Dieses katoptrizo, das ist ein Verb und dieses Verb, wenn wir das versuchen, wörtlich ins Deutsche zu bringen, dann müssen wir das so übersetzen. Während wir die Herrlichkeit des Herrn abspiegeln. Abspiegeln. Und das Bild, was wir hier verstehen sollen, ist folgendes. Wenn wir auf Gott schauen, dann kommt etwas zurück und spiegelt sich an uns ab, von uns weg. Das ist der Gedanke. Vielleicht denkt sich der ein oder andere, ja, aber so kann es ja nicht sein. Wir schauen auf Christus, da passiert doch gar nichts bei mir. Ja, mag sein, dass ich über Jesus irgendwie staune, aber das ist doch noch keine Heiligung. Doch ist es. Du kannst nicht aus dem Schatten in die Sonne treten und in Richtung der Sonne schauen, ohne dass das Licht der Sonne auch dich trifft und dass die Wärme der Sonnenstrahlen deine Haut erwärmen. Es ist kein einseitiger Akt, sondern vielmehr etwas, was zeitgleich passiert. Wir blicken, aber seine Strahlen treffen uns und sie erwärmen nicht nur unsere Haut wie Sonnenstrahlen, sondern sie verändern und verwandeln Schritt für Schritt unser Herz, unser Denken, unsere Motive, unsere Einstellung, unsere Ziele, alles. Und mit der Sonne ist es so ein treffendes Beispiel, weil ja, es wird auch Momente geben, wo du die Bibel aufschlägst und es gefühlsmäßig nicht überwältigend wird. Ja, klar, das ist Realität. Aber weißt du, Tatsache ist, dass auch nachts, wenn die Sonne nicht sichtbar ist, immer noch ihre Wärme die Erde warm hält. Ich habe das gegoogelt. Wenn die Sonne, ich meine, es war eine Woche ausgeschaltet wäre, dann würde global die Temperatur um 15 Grad sinken und nach einem Jahr wäre alles tot.
Und wisst ihr, so ist es ein Stück weit auch mit Christus. Es geht nicht darum, dass wir jedes Mal im Gottesdienst oder beim Bibellesen oder Beten irgendwie in erster Linie eine Erfahrung, ein Überwältigtsein suchen sollen, sondern tatsächlich Christus suchen sollen. Und da kann es sein, dass das genauso wie die Sonne im Winter nicht die gleiche Hitze bringt wie im Sommer, ist es doch so, dass sie die Wärme ausstrahlt und abstrahlt. Also, dass ihr mich richtig versteht, so ist das mit der Heiligung. Ja? Es ist nicht immer ein, wenn du die Bibel aufschlägst, dann bumm, wirst du umgehauen und alles ist super. Nein, es ist ein schrittweise mehr Erkennen. So hat der Herr es gewollt und das ist okay. Aber das ist die Botschaft. Dieses Blicken auf Christus durch alle Gnadenmittel, die der Herr uns gegeben hat, das ist es. Wenn du das praktizierst, dann wirst du verändert werden. Deswegen steht hier auch nicht vielleicht oder gegebenenfalls oder unter der Bedingung das, sondern wir werden verwandelt. Ein anderes Beispiel wäre Epheser 3, wo Paulus betet: Ich bete, dass ihr die alles übersteigende Liebe des Christus erkennt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Sehen wir da die Parallele? Erkennen der Liebe Christi sorgt für erfüllt werden mit der Fülle Gottes, mit der Kraft Gottes. Und dann kommt Kapitel 4, Praxis des Christseins. Und hier haben wir nur einen Aspekt, nämlich nur die Liebe des Christus. Jonathan Edwards hat es so wunderbar gesagt, die Liebe Gottes. Und wir reden hier nur von einem Aspekt der Person Jesu, von einem Aspekt des unausforschlichen Reichtums der Herrlichkeit Christi. Er sagte, die Liebe Gottes ist wie ein Ozean ohne Grund und ohne Ufer, ja, ohne Oberfläche. Das ist die Liebe Gottes. Und weil Gott Liebe ist, spannt seine Liebe die gleiche Größe aus wie seine Person. Und dies ist nur, in Anführungsstrichen nur, die Liebe Gottes. Was ist mit der Erniedrigung Christi? Was ist mit seiner Menschwerdung, sein Opfer, seine Erhöhung, seine hohe Priesterschaft, sein Durchtragen, seine Treue, seine Gerechtigkeit? Das kann uns und wird uns Ewigkeiten beschäftigen. Ich sage das, weil ich uns Hunger machen möchte, dass wir danach suchen, die Herrlichkeit Christi zu sehen. Nun, führt dies nicht dazu, dass ich meine Sünde ignoriere, wenn ich auf Christus schaue? Nein, denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Erst wenn wir die Heiligkeit und Reinheit Christi sehen, wird uns in diesem Anblick unsere eigene Sünde schwärzer als die schwärzeste Nacht vorkommen. Und ich behaupte, nur wenn deine Sünde für dich so rabenschwarz aussieht, wird sie dich plagen und das wiederum wird dich zurück zu Christus führen, der der Retter für Sünder ist und der der Geheiligte und Gerechte für Sünder ist. Und dann siehst du in seinem Blick eben nicht nur seine Heiligkeit, die deine Sünde offenbart, sondern du siehst auch seine Gnade, die Christus in dir Gestalt nehmen lässt, sodass der Sieg über die Sünde wirklich zustande kommt. Das ist es, was passiert, wenn wir auf Gott schauen. Es tut alles verändern. Oder du magst sagen, das Anschauen Christi sorgt vielleicht dafür, dass ich keine Motivation für Veränderung habe. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn du Christus als den für dich Gekreuzigten siehst, wird deine Liebe für ihn erst entfacht. Und du wirst fragen, Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Wie kann ich dir dienen? Es wird auch nicht zu Lässigkeit im Dienst oder in der Liebe führen, denn ihn zu schauen lässt seine Person auf mich abfärben. Kennt ihr das, wenn ein Ehepaar schon x Jahrzehnte verheiratet ist und die tatsächlich körperlich sich schon anfangen, ähnlich zu sehen? Wisst ihr, woran das liegt? Sie schauen aufeinander. Sie werden einander ähnlich. Das bedeutet, dieses auf Christus schauen bedeutet auch, dass sein Wesen auf mich abstrahlt und es sich so an mir abspiegelt. Wisst ihr,
Wie kam Petrus zu seiner Erkenntnis, dass er ein Sünder ist? Kam Christus zu ihm und sagte ihm, Petrus, du bist ein Sünder. Nee, das genaue Gegenteil, könnte man fast sagen, hat dazu geführt. Wirf dein Fischernetz nochmal raus. Und er macht den größten Fang seines Lebens. Und was da passiert, ist nicht, dass die Menge der Fische ihn beeindruckt hat, sondern dass er etwas von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes gesehen hat. Das war etwas völlig Außergewöhnliches. Und er wusste, Christus hat die Macht, den Fischen zu befehlen, in mein Netz zu kommen. Und das war etwas komplett Überirdisches für ihn. Und in diesem Blick der Macht und Stärke und Herrlichkeit Jesu sagte er, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Sehen wir das? Es ist der Blick auf Christus und das dauerhafte, jeden Tag erneute Blicken auf Christus, was alles in uns verändert. Und jeder Blick auf Christus ist in gewisser Weise auch wiederum ein Blick zurück zu uns, denn alles, was er ist und alles, was er hat, ist mein, durch sein vollbrachtes Werk. Er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Stärke, er ist meine Zukunft, er ist mein Vater. Deswegen schaue nach Herrlichkeit, suche nach Herrlichkeit, sei hungrig nach Herrlichkeit. Und dann schau, wie es sich auf dein Verhalten, dein Herz, deine Gedanken auswirkt. Ihr Lieben, ich schließe diese Predigt mit einem letzten Teil. Man könnte fast sagen, es ist noch ein vierter Punkt. Wenn man über die Herrlichkeit Christi spricht, dann kommt man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auf ein Buch, was schon fast 400 Jahre alt ist. Nämlich von John Owen, ich habe es schon zitiert, Die Herrlichkeit Christi. Kaum ein Mann hat sich so mit der Herrlichkeit Christi befasst wie er. Und als er am Tag seines Todes auf seinem Sterbebett liegt und jemand reinkommt und sagt, Bruder, dein Skript über die Herrlichkeit Christi ist jetzt in den Buchdruck gegeben. Und er antwortete nur, Bruder, das sind gute Nachrichten, aber heute ist der Tag für mich gekommen, an dem ich diese Herrlichkeit ganz anders sehen werde wie bisher. Und ich möchte euch einfach ein paar Leckerbissen mitgeben, die euch hoffentlich und abschließend ermutigen aus seinem Buch Die Herrlichkeit Christi. Einige Zitate. Zunächst einmal folgendes. Ungläubige sehen in Christus keine Herrlichkeit. Er hat für sie nichts Anziehendes. Sie verachten ihn in ihren Herzen. Nach außen machen sie es wie Judas und rufen, sei gegrüßt, Rabbi. Aber in ihren Herzen kreuzigen sie ihn. Ich möchte euch das nur lesen, weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, Christsein ist im Kern die Überzeugung, dass Christus das Herrlichste ist, was es gibt. Und wenn du mir heute sagst, dass du etwas anderes herrlicher findest, ich rede nicht davon, dass es durchaus so sein kann, dass Christus nicht in jedem Moment uns immer als das Allerherrlichste vorkommt, denn die Sünde haftet immer noch an uns. Aber wovon ich rede ist, hältst du etwas neben Christus für herrlicher als ihn, dann kann ich dir mit Gewissheit sagen, du hast ihn noch nie kennengelernt. Vielleicht hast du dir viel aufgebaut an religiösem, christlichen Verhalten, aber du hast noch nie dich getraut, bankrott zu Christus zu kommen. Und wenn er dir nicht herrlich ist, dann kennst du ihn nicht. Und dann ist alles, was du bisher gemacht hast, ist für die Katz, ist für Staub und Asche. Das tut weh, das zu hören. Aber dann lass es doch nicht so weitergehen, sondern lass heute der Tag sein, an dem du dich von jeder Fassade und Maske löst und endlich leer, völlig hilflos zu ihm kommst und sagst, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er wird dir antworten. Er wird dir seine Herrlichkeit zeigen. Zweites Zitat. Weil die Gläubigen lässig und unwissend geworden sind, erfahren sie diese Gnadenheimsuchungen und Augenblicke, in denen uns die ewige Herrlichkeit dämmert, nicht häufiger. Lässigkeit und Unwissenheit kann dafür sorgen, dass wir nicht danach streben, Christus mehr zu erkennen. Deswegen lasst uns heute doch diese Lässigkeit kreuzigen und darum beten und ringen,
dass wir unsere Energie darauf setzen, Christus zu schauen. Zitat Nummer 3. Mit was können wir die Erkenntnis Christi vergleichen? Paulus nennt alles andere Dreck. Christus ist nicht einfach besser als alles andere, sondern alles andere abseits von Christus ist als Dreck zu bezeichnen. Lass dich dadurch noch mehr dazu motivieren, wirklich ihn in den Fokus zu nehmen. Man mag immer noch die rechte Lehre von Christus vertreten, aber die Herrlichkeit Christi schauen ist nicht gleichzusetzen mit der richtigen Lehrerkenntnis. Man mag die äußere Form der Gottseligkeit wahren und doch die Tröstungen und die Gegenwart Christi und seiner Herrlichkeit entbehren. Das kann auch ein Weckruf sein. Die rechte Lehre ohne die erste Liebe ist ein Widerspruch in sich selbst. Gib dich nicht damit zufrieden, ein gutes Lehrverständnis zu haben, sondern hungere nach Christus. Und das letzte Zitat, und das ist wirklich eine tröstende Wahrheit. Er schreibt, selbst wenn der Glaube einmal für eine Weile nachlassen und welken sollte, wird die Seele keine Ruhe haben, bis die Gnade Gottes wieder von Neuem grünt. Ist es bei dir schon lange her, dass Christus dich gefesselt hat? Und spürst du deswegen eine Unruhe in deinem Herzen, die dich bedrückt? Dann weißt du, diese Unruhe ist ein Zeichen der Gnade Gottes in deinem Leben. Und diese Unruhe wird erst weichen, wenn du wieder neu schmeckst und siehst, wie freundlich der Herr ist. Lass deine Ruhelosigkeit dich neu zu Christus treiben. Mit leeren Händen, dich einfach vor ihm hinzuwerfen. Sei Maria, die in der Beschäftigung des Alltags sich einfach zu Jesu Füßen setzte und von ihm dafür gelobt wurde. Sei Johannes, der sich einfach an die Brust Jesu lehnte. Sei die Kinder in den Evangelien, die einfach in die Arme Jesu laufen, um von ihm gesegnet zu werden. Sei wie die Sünderin, die voller Reue ihre Tränen auf Jesu Füße goss und Vergebung und Gnade fand. Er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Lasst uns sie auch suchen. Amen.